Die Fastfood-Kette McDonald's verklagt ihren früheren Vorstandschef Steve Easterbrook, der das Unternehmen nach einem Sexskandal verlassen hatte. Erst jetzt sind auf den Servern des Unternehmens offenbar Nacktfotos und Sexvideos aufgetaucht und McDonald's will mit der Klage die Abfindung in Höhe von 40 Millionen Dollar zurück, die Easterbrook nicht bekommen hätte, wenn er wegen fehlerhaften Verhaltens entlassen worden wäre. Anscheinend hatte der Manager die Sexvideos von seiner McDonald's-E-Mail aus an sein persönliches Konto geschickt. Der CEO habe gelogen, denn es gebe Beweise für 3 weitere sexuelle Verhältnisse mit Mitarbeiterinnen, neben dem Fehler, den Easterbrook 2019 eingestanden hatte.